Bloß kein Speicher, das habe ich damals gehört, als ich mich für meine Wärmepumpe entschieden habe, die raubt dir bloß die Effizienz. Andere haben gesagt, mach den Speicher so groß, wie es irgendwie geht, weil dann kannst du ganz viel Wasserwärme speichern. Was denn jetzt? Ich habe 4 Experten gefragt und habe 4 Antworten gekriegt. Jetzt habe ich gedacht, ich frage einfach noch einen 5. Und deswegen freue ich mich heute bei unserem heutigen Podcast bei Helio-Therm zu sein und den Andreas Bangeri hier in meinem Podcast zu begrüßen. Hallo, Herr Bangeri. Hallo, ja, ich freue mich, dass wir uns dieses Gespräch führen dürfen. Ja, Helio-Therm macht Wärmepumpen aller Art sozusagen und Sie machen das auch nicht seit gestern, sondern schon eine ganze Weile? Schon seit 1987, ja. Ich glaube, ich bin einer der Pioniere in dem Bereich. Ich habe die ganzen Höhen auch miterleben dürfen und muss auch dazu sagen, dass wir jetzt in einem Status sind, wo man sagen kann, okay, jetzt im Jahr 2024 sollte man schon wissen, welche Technologie man wo anwendet. Okay, also weil es doch Erfahrung gibt und Sie haben einige gesammelt. Sie haben gesagt, Sie haben die Höhen erlebt, das heißt, Sie haben wahrscheinlich auch die Tiefen erlebt. Aber über diese gesamte Zeit seit 87, was würden Sie sagen, was sind so Entwicklungsmeilensteine gewesen? Entwicklungsmeilensteine waren mal ganz klar, die, muss man sagen, für die gesamte Wärmepumpenbranche, die Entwicklung eines sogenannten Scroll-Verdichters. Das Scroll-Verdichter ist ein Spiralverdichter. Früher hat es so Kolbenverdichter gegeben wie die Automotoren. Mhm. Und jetzt ist der Spiralverdichter oder Scroll-Verdichter eigentlich die Nummer 1, fast 98% aller Hersteller. Die zweite, technologische Durchbruch ist eigentlich die Modulation. Das heißt also, die stufenlose Regelung einer Wärmepumpe ist sicherlich auch ein großes Highlight. Und die dritte Geschichte, was jetzt ist definitiv auch die Telekommunikation. Mhm. Das heißt also Fernwartung, Fernoptimierungen, das sind die drei großen Stufen. Natürlich muss man dazu sagen, ist das Thema Speicher immer spannend gewesen. Es hat da verschiedene Lager gegeben, die einen haben gesagt, kein Speicher, die anderen haben gesagt, wie Sie richtig gesagt haben, das beschäftigt die Menschheit. Und das ist unser Thema heute, die Speicher. Vielleicht noch einen Satz zu Helio-Therm selbst, was Sie machen. Insgesamt? Also insgesamt beschäftigen wir uns ausschließlich um die Wärmepumpentechnik. Das heißt also, unser ganzes Handeln und Tun beschäftigt sich um die Technologie Wärmepumpen, im speziellen Erdreich gekoppelte Wärmepumpen mit Grundwasser oder mit Flächenkollektoren, aber auch mit Luftwärmepumpen und da wiederum in Split- und in Kompaktausführung und da wiederum ein Leistungsspektrum von 2 kW bis 120 kW als Einzelgerät, kaskadierbar bis 500 kW. Okay, also das sind dann schon größere Mehrfamilienhäuser auch. Jawohl, auch teilweise Tourismusbetriebe, das heißt also Hotels, das heißt das Repertoire von der Wärmepumpe geht ja in verschiedenen Etappen, das heißt also man kann sagen von der Light Commercial bis hin zum Niedrigenergie Passivhaus kann man alles mit Wärmepumpen super abdecken. Wir haben ja ein Video gedreht über die Erdwärmepumpen, Grundwasserpumpen. Da waren wir am Hallstätter See. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Sehr schönes Video, sehr schöne Gegend. Wir können uns heute einem speziellen Thema auch mal etwas länger widmen, und zwar thermische Speicher. Also thermische Speicher, zunächst mal ist für mich klar, es ist immer, wenn eine Flüssigkeit warm wird, ist es ein thermischer Speicher. Also im Prinzip ein Swimmingpool, die Fußbodenheizung ist ein thermischer Speicher, Solarthermie-Module sind thermische Speicher. Ich habe einen Freund, der hat sein ganzes Haus um einen großen Wasserzylinder rumgebaut. Das sind alles thermische Speicher. Vielleicht einfach nochmal zur Eingangsfrage, wofür brauche ich sowas denn überhaupt? Weil mir haben viele gesagt, ich brauche es ja gar nicht. Okay, ein thermischer Speicher, ganz generell könnte man auch Beton oder auch eine Fußboden-Estrich ist auch ein thermischer Speicher. Die Hauptfunktion ist eigentlich das, dass ich verschiedene Energie oder Lasten abdecke bzw. speichern kann. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem thematischen Feld, warum gibt es Gegner von Speichern? Im Endeffekt ist bei der Wärmepumpentechnik ein Grundprinzip, ist immer quasi eine Basis, die Temperatur nicht höher zu führen, was nicht unbedingt notwendig ist. Das heißt also, wenn das Gebäude für die Beheizung von 20 Grad Raumtemperatur 34 Grad benötigt, dann wäre ideal 34 Grad als Vorlauftemperatur zu führen und nicht 50 und nicht 60 Grad. Mhm. Jetzt kommt aber ein ganz neuer Aspekt dazu, und zwar, wenn zum Beispiel die Energie, viele Leute haben ja heute eine Photovoltaikanlage, viele Leute gehen in Richtung flexible Stromtarife, was in Zukunft sowieso ein Standard werden wird. Und da kommt natürlich ein neuer Aspekt heraus, dass der Strompreis volatil wird. Das heißt, also der Strompreis kann einmal hoch sein, einmal kann er auch, sagen wir mal, sehr günstig bis gratis sein.
Und dementsprechend habe ich eine neue Perspektive. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel an Strom gratis beziehen kann, dann werde ich mich um ein COP bzw. um die Effizienz nicht so extrem kümmern müssen. Aber ich muss die Energie ja speichern, weil ich habe nichts davon, wenn mein Haus dann 24, 25 Grad Raumtemperatur hat und alle Mitbewohner dann, sage ich mal, über Temperaturen stöhnen, weil es ihnen zu warm ist. Und dementsprechend hat der Speicher einfach einen Sinn. Der puffert mir dann, wenn ich die Energie habe, kann ich den einlagern und dann benutzen, wenn ich ihn brauche. Genau. Okay. Da ist natürlich die Frage, wie gut hält der die Energie? Weil wenn ich es voll heize und er verliert ihn, dann macht es ja auch keinen Sinn. Genau. Ich habe mir solche Systeme schon angeschaut. Ich bin vor Jahren einmal in der Schweiz gewesen. Ich bewundere diesen Erfinder und Anführungszeichen, der hat einen Speicher im Gebäude gebaut, wo quasi die Leute im Speicher, also surrounding leben. Hat natürlich auch leider das Problem, dass im Sommer teilweise sehr heiß ist da drinnen, weil die Isolation halt auch gewissen Dinges. Aber das ist ein der Schlagworte, was Sie richtig gesagt haben. Es geht darum, dass die thermische Isolierung, die Isolierung dieses Speichers sehr, sehr gut durchgeführt wird. Auch der Beladezyklus, das heißt also, wie der Speicher beladet wird, ist sicherlich auch ein ganz wichtiges Element, dass man also nicht da so mit 30, 40 Grad dahin fährt, sondern dass man, wenn die günstige Energie kommt, gleich schon mit hohen Temperaturen fährt. Isolation ist ein Riesenthema. Es gibt auch von der Europäischen Union so Isolationsklassen. Es ist zum Beispiel die Isolationsklasse A, ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Die haben sich schon so, die meisten haben so Isolationsklasse B. Mhm. Und seit neuestens gibt es jetzt Speichersysteme mit einer sogenannten Vakuumisolierung. Mhm. Man kann sich das so vorstellen wie eine Thermoskanne. Und da macht das Ganze natürlich einen sehr großen Sinn. Okay. Also, ich habe jedenfalls schon mal verstanden, dass es durchaus sinnvoll und nötig sein kann, die zu bauen. Vielleicht gehen wir dann nachher nochmal näher darauf ein. Um welche thermischen Speicher geht es heute in unserem Podcast? Also an welche stellen Sie her und an welchen forschen Sie vor allem? Okay, also grundsätzlich ist es so, man kann einmal grundsätzlich unterscheiden unter drei verschiedenen Systemen. Der, sage ich mal, altbewährteste und der weitest verbreiteste und auch kostengünstigste Speicher ist definitiv ein Wasserspeicher. Mhm. Also Wasser hat einen oder großen Wärmeinhalt und dementsprechend hat das Thema thermischer, sensible Speicher bei unseren großen Stellenwert. Okay. Parallel dazu gibt es aber eine zweite Technologie, das ist PCM, das heißt Phase Change Material. Mhm. Das sind spezielle Materialien, das können Paraffine sein, das können auch Salze sein, mit denen beschäftigen wir uns jetzt auch schon seit Jahren. Die haben die Eigenschaft, dass sie bei einer bestimmten Temperatur, zum Beispiel bei 58 Grad, schmilzt ist. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn ich halt als Gegenstück wäre Wasser wieder zu nennen. Eis ist zum Beispiel bei 0 Grad, wird Eis fest, auf gut Deutsch gesagt, gefriert es. Und da holt man wesentlich mehr Energie raus, als wenn ich es nur von 5 Grad auf 4 Grad abkühle. Das Gleiche kann man eben mit diesen PCMs erreichen, auf einem höheren Temperaturniveau. Mhm. Die gehen rauf bis 80 Grad. Es gibt eine bestimmte Schmelztemperatur, heißt man das. Und dementsprechend habe ich dann einen Betriebspunkt, wo ich sehr, sehr lange, zum Beispiel 58 Grad, herauszehren kann. Okay, die schauen wir uns nachher nochmal genauer an. Ich glaube, den dritten, den nehmen wir am Schluss als Überraschung. Gehen wir es ja mal ein bisschen genauer durch. Also Wasserspeicher, klar, ich habe ja auch den Puffi, wie ich ihn liebevoll nenne, bei uns im Keller. Das heißt, klar, die speichern Energie. Wie viel kann denn ein Wasserspeicher speichern? Im Prinzip gibt es auf zwei Säulen das Ganze aufgebaut. Die erste Frage ist das, wie hoch kann die Wärmepumpe, welche Temperaturen kann die entwickeln? Mhm. Das heißt also, die erste Frage ist das, welche Temperaturen, ich kann jetzt dazu sagen, in unserem Fall, wir sind jetzt gerade dabei, in der Endphase der Entwicklung bis zu 80-gradige Vorlauftemperatur zu erreichen. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass man da einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, aber bedeutet, dass der Prozess noch einwandfrei funktioniert und wenn der Strom ja gratis ist, dann habe ich mal 80 Grad. Dann kann ich den Speicher entladen bis im Normalfall circa bis 45 Grad. Das heißt, von 45 Grad bis 80 Grad kann ich den Speicher als thermischen Speicher nutzen, weil wenn ich jetzt keine Fußbodenheizung habe, habe ich unter 45 Grad nicht viel quasi Energiegewinn und dementsprechend reden wir dann von circa 35 Kilowattstunden, 35 Kilowattstunden an thermischer Energie, was ich aus einem 1000 Liter Speicher speichern kann. Weil ein bisschen stehen die ja auch in Konkurrenz zu Batteriespeichern. Ich könnte ja auch sagen, wenn die Sonne scheint, haue ich meinen Batteriespeicher voll. Deswegen wollte ich mal das so vom Gefühl her haben. 35 Kilowattstunden ist natürlich dann schon eine ordentliche Batterie. Ich sage jetzt mal, wenn ich mein Elektroauto dafür hernehmen könnte, dann habe ich tatsächlich zwei
große Wasserspeicher in der Batterie drin. Das wäre einfach nur so für mich zur Vorstellung. Aber erstens hat nicht jeder ein Elektroauto und zweitens ist es manchmal auch zum Fahren gebraucht, ja. Und dann ist der Wasserspeicher da mal eine erste Möglichkeit, diese Energie zu speichern. Okay. Ich habe einen Schichtenspeicher, das heißt, bei mir gibt es auch noch verschiedene Wärmeschichten für Warmwasser. Ist sowas sinnvoll in Ihrer Sicht? Absolut, ja. Im Prinzip muss man eben wieder das, Schichtenspeicher macht absoluten Sinn. Es geht einfach ganz konkret darum, mit welchen Energiekosten stecken dahinter. Das heißt also, wenn der Energiestrom sehr billig ist, nur zum Beispiel über die Mittagszeit, wenn ich selber Photovoltaikanlage betreibe und mich der Strom nichts kostet, werde ich sehr wohl in die Schichtenladetechnologie quasi das Ding regelungstechnisch einstellen, dass ich von oben bis unten mit 70, 75 Grad den Schichtenspeicher quasi von oben nach unten lade, nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten und habe dann wie eine Batterie, habe ich einen Ladezustand, kann ich dann simulieren, quasi von 100% über 80, 70, 60% und ich kann das dann auch auf einem höheren Temperaturniveau abrufen. Das heißt, ich muss nicht die ganzen 1000 Liter auf 30, 35 Grad zirkulieren, sondern ich gehe da gleich einmal hoch mit 70, 75, vielleicht sogar 80 Grad. Und dann kann ich Energie am Abend, kann ich dann die abgreifen und muss auch nicht mit 80 Grad reinfahren, sondern es wird dann über einen speziellen Mischer heruntergeregelt auf 40, 45 Grad, was ich gerade benötige. Auch da gab es bei mir warnende Worte, Schichtenspeicher, ja, das ist schon gut, solange die Schichten gut getrennt sind. Was wäre also da zu beachten? Oder was gibt es da, sagen wir mal, was wären da schlechte Beispiele? Ja, im Prinzip gibt es einmal ein physikalisches Phänomen, dass Wärme steigt nach oben und Kälte geht nach unten. Das heißt also, wenn ich den Speicher thermisch nicht, also wenn ich keine Zirkulation habe, habe ich immer oben warm und unten im Normalfall eine kältere Temperatur. Und noch einmal, es geht generell darum, dass man einen Schichtenspeicher unter Anführungszeichen auch mit zwei verschiedenen Beladungszuständen betreiben kann. Das heißt, ich kann ihn einmal in den Schichtladespeicher betreiben oder ich benutze ihn quasi als gesamten Speicher, der einfach auch durchmischt wird. Das heißt nicht unbedingt, dass, und da kommt vielleicht auch diese extreme Ansicht heraus, dass man nicht unbedingt immer auf eine Technologie das Ganze aufsetzt. Es kann sein, dass ein Schichtenladesystem sehr vorteilhaft ist zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo der Strom sehr günstig ist oder ich Photovoltaik habe. Und dann, wenn der Strom, sagen wir mal, ein bisschen am Preis kostet, muss ich vielleicht sogar umschalten von einem Schichtladesystem in eine andere Technologie. Das heißt, dass ich die Temperatur nicht auf 70 Grad halte, sondern gehe halt dann auf 50 Grad runter oder auf 45 Grad. Das ist die Intelligenz, die in diesem Speichersystem integriert werden muss. Okay. Und in meinem Schichtenspeicher ist es, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, so, dass oben eben das Warmwasser dann abgenommen wird zum Duschen und dann je nachdem, wie kalt es ist und wie viel Grad Vorlauftemperatur ich haben will, wird es dann eben aus der entsprechenden Höhe zugemischt. Ne? So, das ist dann der Sinn der Sache. Man könnte ja auch zwei Speicher haben, aber dafür war jetzt bei mir auch nicht unbedingt genug Platz. Okay, was sind denn, mal andersrum gefragt, die großen Nachteile von den Speichern, den Wasserspeichern? Der große Nachteil vom Wasserspeicher ist der Platz. Das heißt also, ja, ich habe meinen nämlich kaum reingekriegt, muss ich sagen. Es ist im Prinzip eigentlich, ich sage mal so, ein kleines Abenteuer, unter Anführungszeichen. Man kann sie aber auch zerlegen. Das heißt also, es gibt auch Speicher, die quasi, ich sage, ganz extrem kann man auch vor Ort zusammenschweißen. Ja, wir haben sogar einen gesehen, den man zerlegen kann vorhin im Lager, gell? Ja, genau. Und dann muss ich auch dazu sagen, es ist leider auch noch nicht sehr verbreitet, aber man kann dann einen Speicher auch im Garten eingraben. Das heißt also, technisch, wenn jemand wirklich sogar mal aus dem System wirklich was rausholen will und keinen Platz hat, dann kann er sich vor ein Haus ein Loch graben und den Speicher quasi im Garten vergraben. Ist gar keine schlechte Idee. Was ist so eine Größenordnung, was Sie da schon erlebt haben? Ja, da gibt es schon 3000 Liter Speicher. Das heißt also, da kann man schon Energie speichern. Das ist nicht unerheblich. Aber dass man die so groß dimensioniert, dass man vom Sommer in den Winter damit kommt, das ist, mit Wasser jedenfalls mal nicht möglich. Genau, genau. Also im Prinzip, wenn man solche Gedanken hegt, da muss man komplett andere Technologien angehen. Das wären dann im Prinzip so Zeolith, so saisonale Speicher. Das ist teilweise auf thermochemischer Basis aufgebaut, wo quasi Feuchtigkeit ausgetrieben wird und dann durch Zugabe von Wasser ist eine chemische Reaktion findet da statt und wird Wärme. Das heißt, ich kann das aber jahrelang speichern. Das heißt, ich kann zum Beispiel im Jahr 2024 Energie speichern fürs Jahr 2028, was natürlich sehr spannend ist. Das merken wir uns für den Schluss nochmal. Zeolithspeicher ist tatsächlich das dritte, worüber wir heute sprechen. Ich denke, mit
dem Wasserspeicher, der ist wahrscheinlich auch insgesamt der bekannteste. Mhm. Den haben wir jetzt ganz gut umrundet. Das zweite, was Sie angesprochen haben, sind Phase Change Materials, mhm. PCM. Ich bin ja Musiker, also ja. Ich habe relativ wenig Ahnung von diesen Sachen, aber ich denke, dass mir da am ersten diese Handwärmer einfallen, die irgendwie so hart werden. Genau. Und dann muss man sie ins Wasser legen. Ich habe nie verstanden, wie das funktioniert, das erklären Sie mir jetzt gleich. Wenn man sie ins heiße Wasser legt, dann wird es wieder flüssig und dann muss man irgendwie knicken und dann werden sie wieder hart und warm. Ist ja. Das so ein PCM-Speicher? Das geht in die Richtung, ja, das ist aber wieder eine eigene Technik, das ist vollkommen richtig. Mhm. Da muss man einen mechanischen einen Klick machen, mhm. Das ist definitiv so. Mhm. Die sind als Handwärmer bekannt. In unserem Fall machen wir keinen Klick, sondern bei uns geht es einfach generell darum, dass entweder eine spezielle Salzmischung oder Paraffin, man kann sich das auch als so ein bisschen als Laie ganz gut vorstellen, wie Wachs. Wachs ist ja auch ein bekannter Stoff, was viele Leute kennen, Kerzenwachs zum Beispiel. Ja. Das schmilzt halt bei 35, 40 Grad. Das heißt, dass im Endeffekt wird da einfach die Zustandsänderung von flüssig zu fest wird genutzt und in dieser Phasenübergang kann man sehr, sehr viel Energie herausholen. Aber jetzt nochmal für mich als Laien. Also ich verstehe, wenn ich eine Kerze anzünde, dann schmilzt das Wachs, weil es sich erwärmt. Das ist mir schon klar. Was mir nicht klar ist, ist, wenn das Wachs hinterher wieder erkältet oder erkaltet, dass dann dabei auch Energie entsteht. Ja, ja. Die spüre ich aber nicht, oder? Die wenigsten Menschen haben ja Kerzenwachs in der Hand, aber im Endeffekt ist es so, energetisch gesehen passiert da was. Das heißt also, bei jedem Phasenübergang von flüssig zu fest und fest zu flüssig wird Energie in großen Mengen freigesetzt und so sehr viel Energie. Mhm. Und das Interessante ist bei einer bestimmten Temperatur. Deswegen ist das PCM-Material, kann man mit 40 Grad haben, mit 45 oder in dem Fall mit 58 Grad. Und da passiert Folgendes, dass genau bei der Temperatur 58 Grad die Flüssige fest wird und fest wieder flüssig wird. Mhm. Und das heißt also, ich habe da relativ ein Temperaturniveau, wo ich lange 58 Grad herauszehren kann gegenüber dem Wasserspeicher, der wird kontinuierlich kälter und da habe ich halt, auf Deutsch gesagt, so lange die 58 Grad, bis das Ganze fest ist. Das heißt, den PCM-Speicher, den muss ich jetzt, wenn die Sonne scheint, nicht mit 80 Grad vollheizen, sondern da gehe ich genau bis dahin, wo sich der Zustand verändert. Genau. Und in dem Moment passiert die Magic. Genau. Da muss man enorm viel Energie hineingeben. Mhm. Das heißt also, im Endeffekt läuft es so, dass ich bei 58 Grad zum Beispiel, man muss ein bisschen eine Temperaturüberhöhung, in dem Fall wären es dann ca. 62 Grad, bei 4 Grad muss ich mindestens höher sein. Und dann schmilzt es und das geht aber dann ewig dahin. Das heißt also. Muss ich dann diese Temperatur aufrechterhalten, damit es. Die wird dann, auf gut Deutsch gesagt, wird dann der Speicher wird dann versiegelt, das heißt auf gut Deutsch, hat keine Energie rausgenommen und dann warte ich halt bis am Abend und dann kommt wieder das Ding, dass ich die 58 Grad halt speziell aus dem Level 58 Grad rausziehe. Mhm. Das Ganze ist natürlich immer eine Sache mit einer guten Regelung verbunden. Mhm. Das heißt, es macht keinen Sinn, wenn ich nur einen Speicher kaufe. Das Wichtige ist, dass ich eine intelligente Regelung im Hintergrund mit habe. Das heißt, bei dem Speicher, also beim Wasserspeicher ist es ja so, ich habe in verschiedenen Schichten, meinetwegen jetzt bei mir, verschiedene Temperaturen und mische mir dann die Vorlauftemperatur daraus zusammen. Beim PCM-Speicher habe ich 58 Grad. Genau. Und das heißt, das Material wird so ausgesucht, dass es für den Heizprozess günstig ist. Das heißt, wahrscheinlich ist es beim Handwärmer ein anderes Material, weil ich will ja nicht mit 58 Grad mir die Hände verbrennen, sondern, keine Ahnung, vielleicht 40 oder 45 Grad an den Händen haben. Ganz das genau. Ist so der Punkt. Im Prinzip ist es genau, das ist der Punkt. Gehen wir uns aber wieder ganz konkret darum, dass man es ist immer ein Zumischen. Das heißt also, man lässt jetzt nicht 58 Grad einfach ins System hinein, weil das wäre unter Umständen nicht notwendig, sondern es geht darum, dass die Wärmepumpe läuft auf einem niedrigen Temperaturniveau, vielleicht mit 40 Grad, und dann mische ich mir die Temperatur, was ich dazu brauche, langsam dazu. Und das heißt, ich habe dann relativ eine gute Wärmeenergieausbeute auf der Wärmepumpenseite und für das Hausgebäude heizen oder für Warmwasser. Das heißt also, im Endeffekt ist es eigentlich eine Energieoptimierung, wo ich Zeiten habe, wo der Strom sehr teuer ist oder wo ich zum Beispiel auch von dem Netzbetreiber eine Restriktion bekomme, dass ich auf 4,2 kW Stromaufnahme die Wärmepumpe drosseln muss, dann habe ich einen Speicher, weil aus die zusätzliche Energie, die ich benötige, mir über den Speicher einfach hole. Mhm.
Jetzt haben wir vorhin, haben Sie mir einen gezeigt. Das ist noch im Prototypstadion oder gibt es die schon seriell? Also im Prinzip ist es so, wenn man das Ganze nochmal analysiert für uns, wir präferieren den sensiblen Speicher, auf gut Deutsch gesagt den Wasserspeicher, den präferieren wir mit der Vakuumisolierung. Das ist ein Produkt, das ist heute verfügbar, das kann man heute kaufen. Parallel dazu gibt es diese BCM-Technologie. Die BCM-Technologie mit der Phase Change Material ist halt sehr, sehr stark etabliert in beengten Verhältnissen. Das heißt also, der große Vorteil dieser Technologie ist, dass sie in etwa die Hälfte des Volumens benötigt gegenüber dem Wasserspeicher. Okay. Das heißt, wenn ich einen Wasserspeicher von 1000 Liter Volumen, oder ein Kubikmeter ist das in dem Fall dann habe, brauche ich bei BCM nur ca. 500 Liter, auf gut Deutsch gesagt die Hälfte. Da macht das Ganze einen Sinn. Okay, das heißt, den kann ich mir dann auch vielleicht noch kleiner dann in die Mietswohnung stellen. Genau. Und dann auch dort den günstigen Strom nützen, wenn ich einen flexiblen Stromtarif habe, um das Wasser dann zu heizen, wenn ich es brauche. Genau, also im konkreten Fall bei uns, wo unsere Entwicklung da hingeht, ist im Prinzip für die Wohnungswärmepumpe, die Kleinwärmepumpe. Es gibt ja viele Leute, die irgendwo ein Apartment oder was haben, die wollen ja auch alternative Energie in Zukunft nutzen. Da haben wir zum Beispiel bei uns, wir bezeichnen das Haus intern die Bonsai. Bonsai ist eine Kleinwärmepumpe, okay. Die hat 4 bis 6 kW Heizleistung. Und da kann ich mit einem BCM-Speicher, den was ich an die Wand brauche oder teilweise in eine Küchenkaste hineinbekomme, kann ich für die Warmwasserbereitung, weil zum Duschen braucht man Wasser, und da kann ich relativ hohe Energiedichte auf kleinsten Raum zusammenführen. Das ist sowieso nochmal ein spannendes Thema, da sollten wir vielleicht uns nochmal extra drüber unterhalten, oder die schaue ich mir nochmal an. Die Mietswohnung Kleinwärmepumpe, die finde ich auf jeden Fall mal spannend, sehr gut. Welche Herausforderungen gibt es denn im Moment noch bei der Implementierung von BCM? Der Preis. irgendwo kommt man im Leben immer wieder auf einen Punkt, wo man sagt, okay, wie schauen das ist finanziell aus? Und da muss man leider sagen, ein BCM kostet in etwa circa das Doppelte von einem Wasserspeicher. Man muss eben die Entscheidung muss man auch dementsprechend dann führen. Wenn ich sage, ich will was Innovatives, würde ich die BCM-Geschichte qua präferieren. Wenn ich sage, okay, ich will das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, dann würde ich, wenn ich Platz habe, den Wasserspeicher präferieren. Und das Teure ist die Füllung, also das Material, was drin ist. Im Prinzip braucht man genauso einen Speicher, also im Prinzip einen Stahlbehälter. Und der wird dann quasi mit so, die sind so, schaut aus wie kleine Bananen, ganz übertrieben gesagt, wird das gefüllt und dementsprechend hat man dann eine Füllung mit dem, wo das Wasser umströmt wird. Das heißt also, wir führen ja das immer ins Heizungswasser rüber, beziehungsweise unter Umständen auch ins Brauchwasser zum Duschen. Von welchen Größenordnungen sprechen wir jetzt mal für den Hausgebrauch? Also so ein 1000 Liter Wasserspeicher, was kostet der ganz grob? Ganz grob kostet der ca. 2800 Euro und der BCM kostet etwas Doppelte. Okay. Oder anders gesagt, man könnte einen größeren Speicher bzw. einen leistungsfähigeren Speicher reinbauen, wenn man jetzt den Platz im Keller hat, der gerade so ist für einen 1000 Liter Speicher, dann könnte man einen 1000 Liter PCM machen, dann hätte man die doppelte Kapazität. Genau. Aber allerdings auch dann 10.000 Euro ausgegeben. Ja. Könnte man sich natürlich dann ausrechnen, ob das nicht trotzdem wirtschaftlich sinnvoll ist? Ja, im Prinzip ist es so, dass man, es gibt immer verschiedene Gesichtspunkte. Wenn ich große bauliche Änderungen machen muss, dass ich sage, ich muss irgendeinen Raum opfern, dann muss man sagen, ist mir das wert? Ich kann noch dazu sagen, wenn jemand eine Ölheizung gehabt hat, dann hat er normal für eher einen Tankraum gehabt, da kann man auch relativ große Wasserspeicher reingeben. Natürlich ist das Tollste, wenn ich zum Beispiel 2000 Liter Wasserspeicher habe, dann habe ich schon ziemlich Energieinhalt mit dem, was ich mit Gebäude ist. Oder ich nehme dann einen 1000 Liter BCM-Speicher und habe dann im Verhältnis der Technologie, wo ich wenn ich 2000 Liter Wasserspeicher hätte. Was mir jetzt gerade bei der Gelegenheit einfällt, ich habe es im Intro mal gesagt, dass Solarthermie ja eigentlich auch thermische Speicher sind, könnte man sich die Speicher nicht auch aufs Dach packen und mit Strom und Sonne aufwärmen? Ganz klar, also im Prinzip ist dieses Thema Speicher oder Speichertechnologien für Solarthermie genauso ausgeprägt und auch machbar, beziehungsweise auch, ich kann zum Beispiel, wenn ich nicht die Wärmepumpe unbedingt betreiben will, ich kann auch mit einem sogenannten, es gibt also so Heizstäbe mit Photovoltaik-Heizstab, kann ich den Speicher auch super aufheizen und habe da nur Probleme. Also technisch kann man das Ding dann auch auf 90 Grad hochheizen, wenn die dementsprechend die Anlage gebaut ist. Okay.
Also auf jeden Fall mal, um den Tag-Nacht-Wechsel zu überbrücken, sind thermische Speicher auf jeden Fall mal in jeglicher Form und Farbe eine sinnvolle Geschichte. Mhm. Okay. Vielleicht nochmal, warum sagen mir da manche Leute, dass man gar keinen nehmen sollte? Es kommt jetzt ein bisschen auf dem Gebäude auch drauf und dran. Und zwar, wenn Sie zum Beispiel einen Neubau haben mit Fußbodenheizung, jetzt spreche ich von der Fußbodenheizung, mit 7 cm Estrichüberdeckung, müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Wasserspeicher haben, der ca. 3.000 bis 4.000 Liter Wasservolumen hat. Das heißt also, eine Fußbodenheizung, die sehr gut ausgelegt ist, hat teilweise eine Speicherkapazität von 3.000 bis 4.000 Liter hydraulischer, also Wasserspeicher. Da kann ich natürlich auch Energie in die Fußboden hineinspeichern, aber auf einem niederen Temperaturniveau. Das heißt also, in dem Fall landet man die Fußboden auf 27, 28 Grad hoch und hat im Prinzip den gleichen Effekt, beziehungsweise muss man ganz klar sagen, die Effizienz ist natürlich da höher. Das muss man ganz, aber das ist eben die Individualität, das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach sagen kann, es gibt nur diese Technik oder nur diese Technik. Wenn einer sagt, klar, ich will keinen Speicher oder der Speicher macht keinen Sinn, dann muss ich sagen, okay, welche Anlage steckt dahinter und was hat der Kunde, welche Anforderungen? Das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Vielleicht nur, weil wir gerade da sind, thermischer Speicher wäre natürlich auch die Hauswände. Also nicht nur der Estrich, sondern es gibt ja auch die Möglichkeit, einfach das Haus zu überheizen. Wobei ich mir da immer vorstelle, eigentlich mag ich ja doch eigentlich die Temperatur, die ich haben will. Und wenn ich mir vorstelle, ich mache es einfach zu warm, damit es nach 3 Stunden noch warm genug ist, dann ist es ja doch so, man gewöhnt sich dann an die Wärme und friert dann doch wahrscheinlich, wenn es abkühlt, oder? Im Prinzip ist es so, jedes Gebäude hat seine Eigenheit oder seine persönliche Note. Und es gibt ja auch zum Beispiel sogenannte Betonkernaktivierung. Das ist also eine Heizungsform, wo quasi beim Neubau in den Betonbereichen Leitungen reingeführt werden. Der große Vorteil von flächigen Systemen, Deckenheizung, Wandheizung, Fußbodenheizung und Kombination bedeutet, dass ich eigentlich um 1 bis 2 Grad eine geringere Raumtemperatur bei gleicher Behaglichkeit entwickeln kann. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich wohl bei Heizkörper mit 22 Grad, habe ich das gleiche Wohlempfinden auch bei einer, sage ich mal, Wanddecken- und Fußbodenheizung bei 20 Grad. Das geht um die Behaglichkeit auch. Sobald ich halt keine kalten Flächen mehr habe, fühle ich mich bei niederen Temperaturen und Umständen auch sehr, sehr wohl. Ich sehe schon, ein komplexes Thema. Und besonders komplex ist wahrscheinlich auch der dritte Speicher, der thermochemische Speicher. Da habe ich jetzt noch gar keine so rechte Vorstellung. Sie haben es vorhin mal kurz angerissen. Erklären Sie es mir nochmal ausführlich. Wo wird hier was gespeichert und wie wird es wieder freigesetzt? Ja. Thermochemische Speicher ist ein Thema, das beschäftigt die Menschheit sogar mal schon seit zig Jahren, beziehungsweise von was sprechen wir da? Im Endeffekt, die bekannteste Art von einem thermochemischen Speicher sind sogenannte Zeolithe. Die Zeolithe haben folgende Eigenschaft: wenn die trocken sind, wenn Zeolith trocken ist und ich führe da Wasser dazu, beginnt eine chemische Reaktion, wo Wärme freigesetzt wird. Das heißt also, technisch schaut es so aus, dass man im Sommer mit einem Sonnenkollektor oder auch mit einer Wärmepumpe, mit einem normalen thermischen Kollektor, kann ich die Zeolithe, die Feuchtigkeit austreiben und habe dann trockene Zeolithe. Das heißt, das muss ich vorstellen, das ist fast ein bisschen aus der Waschmittelindustrie heraus. Und das ist dann trocken und dann führe ich Feuchtigkeit zu, Wasser, und dann passiert eine thermische Reaktion. Das ist auch zum Beispiel, wenn jemand aus der Bauwirtschaft ist, bei Kalk oder bei Beton zum Beispiel, Zement hat auch eine thermische Reaktion, der wird auch warm, wo sich Leute immer wundern, wo kommt denn das jetzt her? Das ist eine chemische Reaktion. Das heißt aber nichts anderes, dass ich im Sommer Zeolith trockne und das lasse ich dann bis in den Winter, beziehungsweise die andere Technologie, jetzt kann es auch teilweise 2-3 Jahre so lassen und kann dann im Jahr 2027 zum Beispiel Wasser dazuführen und dann wird die Wärme, die ich im Jahr 2024 quasi ausgetrieben habe, wird dann freigesetzt und dementsprechend kann ich das Gebäude über Jahre Energie speichern. Also das ist natürlich spannend, weil das geht ja sogar in den saisonalen Ausgleich im Prinzip. Das heißt, ich muss Sachen immer noch etwas näher verstehen. Ich verstehe, dass ich, genau, wenn ich was trockne, dann gebe ich ja Energie rein dafür, dass Wasser entzogen wird. Das heißt, insofern ist es ja auch logisch,
dass wenn ich wieder Wasser dazugebe, dass diese Energie wieder freigesetzt wird, also nach dem Energieerhaltungssatz. Das ist logisch, in meiner Vorstellung ist es immer noch schwierig. Dieses Material, was macht es noch außer warm werden, wenn Wasser dazukommt? Also ich habe jetzt gerade so diese, es gibt solche T-Shirts, die sind ganz klein, wenn man die ins Wasser legt, werden sie groß. Also es gibt ja auch noch, also es gibt alles Mögliche, was Material mit Wasser macht. Werden die nur warm oder verändern die sonst noch ihre Form? Oder? Na, ein bisschen aufquellen dann sie, aber im Prinzip halten sich, also wie gesagt, das Zeolith-Thema ist ja schon fast altbekannt, aber es ist halt auch wieder ein Preisthema. Das heißt, man muss da die ganze Technologie, die dahinter steckt, ist im Moment, muss ich sagen, für das Ein- und Zweifamilienhaus noch auf Forschungsbasis. Es gibt aber auch andere Stoffe auch. Ganz ein einfaches Beispiel ist zum Beispiel Ammoniak. Wenn Sie zum Beispiel Ammoniak, jeder Kuhstall ist Ammoniak drinnen, wenn Sie Ammoniak mit Wasser zusammenführen, passiert im Prinzip auch, wird Lösungswärme freigesetzt. Mhm. Das heißt, es erwärmt sich teilweise auf 70 Grad hoch. Und dann muss ich, wenn ich jetzt wieder trenne, das Wasser vom Ammoniak wieder trenne, habe ich im Prinzip, muss ich auch Energie hineinstecken. Mhm. Aber kann ich auch zum Beispiel mit Ammoniak, könnte ich auch so einen saisonalen Speicher realisieren. Weil saisonale Speicher sind ja praktisch das Allerwichtigste, was wir brauchen für die Energiewende. Und ich kenne bisher eigentlich im Großen und Ganzen nur Elektrolyseure, die das in Wasserstoff wandeln, mit großen Verlusten dann wieder zurückwandeln. Insofern wären solche saisonalen thermochemischen Speicher natürlich super interessant. Mhm. Sie forschen daran? Wir selber nicht. Also ich muss dazu sagen, wir sind froh, wenn wir uns mit dem Thema Wärmepumpe und diesen Speicher, aber wir beobachten das Ganze. Mhm. Das heißt also, wir sind natürlich auch für jede Kooperation dankbar, dass wir da zusammenführen. Uns geht es darum, dass Wärmepumpen effizient eingesetzt werden und dass die Kunden einen sehr hohen Zufriedenheitsfaktor damit haben. Jetzt State of the Art, also das, was es im Moment gibt an Forschung. Wie sieht es da aus? Wir haben vorhin gesagt, 1000 Liter Wasser sind 500 Liter PCM-Materialspeicher. Wie ist da das Verhältnis zum thermochemischen Speicher? Das ist sehr groß. Sie müssen sich so vorstellen, ein Einfamilienhaus hat er Dächte im Schnitt so zwischen 13.000 und 15.000 Kilowattstunden. Das heißt, also wir reden da schon von etlichen Kubikmetern, was man da an Platz benötigt. Wärme. Wärme, ja, genau. Wenn ich ein gut isoliertes Haus hat, ca. 13.000 Kilowattstunden, was man quasi benötigt für ein Ding. Und dementsprechend muss ich da schon eine Räumlichkeit zur Verfügung stellen. Also, ja, wobei ich natürlich im Sommer... Also ja gut, übers Jahr gesehen, dann kann man jetzt überlegen, wie viel davon braucht man wirklich im Winter, aber das ist schon der größere Teil davon. Ja, das ist also eine große Nummer. Ja, okay. Aber wie viele Kilowattstunden sind in einem Kubikmeter im Verhältnis zu PCM und Wasser bei den Thermo? Das ist in etwa die gleiche Art wie bei der PCM, also in etwa im Prinzip auf einem ähnlichen Niveau. Okay. Vielleicht noch einen Gedanken, wenn wir die drei nochmal nebeneinander haben. Und schauen uns nochmal die wirtschaftliche Seite aus. Also Effizienz, Kosten, Langlebigkeit. Sind wir im Moment immer noch beim Wasser, oder? Ja, so korrekt. Im Prinzip ist es so, Wasser hat sich sehr, sehr gut bewährt. Es geht definitiv darum, um die Isolierung. Das heißt also, dass das Gebäude nicht vom Speicher erwärmt wird. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und es geht um die intelligente Art der Beschickung, also der Beladung und der Entladung. Das sind quasi die großen Themen. Das heißt, natürlich brauche ich einen Platz dazu, aber ich habe eine sehr dauerhafte, kostengünstige Lösung. Das ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nochmal, die Investition geht in die Richtung hin, macht es für mich Sinn? Wenn ich eine Heizkörperanlage habe, würde ich sagen, jawohl, das macht sehr, sehr viel Sinn. Wenn ich eine Fußbodenheizung habe mit dementsprechender Speichermasse im Hintergrund, würde ich da ein Fragezeichen drunter setzen. Okay. Und wenn man eine Photovoltaikanlage hat, ist es nochmal wahrscheinlich sinnvoller. Wobei auch die Fußbodenheizung kann man ja damit auch. Genau. Man muss halt auch noch dazu sagen, es gibt nur das Thema Warmwasserbereitung. Wir haben immer über die Heizung gesprochen. Warmwasser ist ja nicht unerheblich. Das heißt also, ein intelligentes Speichersystem ist in jedem Fall zu bevorzugen. Wir gehen aber jetzt eher den Weg der Trennung. Das heißt, wir sagen, Warmwasser ist Warmwasser und Heizung ist Heizung. Weil wir haben ja immer wieder auch jetzt Applikationen. Heute ist zum Beispiel ein sehr schöner, warmer Tag, dass die Leute immer mehr kühlen wollen. Das heißt also, man hat da definitiv mit einem getrennten Speichersystem, hat man meiner Meinung nach echt ein bisschen eine bessere Chance, wenn das alles in einen Speicher integriert ist.
Okay, das auch zum Kühlen zu nutzen dann. Genau, also den Speicher also in eine Kühlsituation zu schaffen, weil ich sage mal so, im Hochsommer wäre jetzt die Heizung, hat da nicht so viel, für mich macht nicht viel, sehr viel Sinn, außer jetzt hat jemand eine ganz spezielle Applikation. Warmwasser brauche ich immer, brauche ich auch im Sommer. Das heißt, Warmwasser ist eine eigene Speichersituation und die Kühlung ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen. Okay. Für uns ist noch ganz ein wichtiges Thema, das Thema Heizen und Kühlen. Wir haben ja definitiv, die Sommer werden immer wärmer. Das heißt also, der Anspruch, dass man im Sommer kühlen kann mit Wärmepumpen, das geht ja einwandfrei. Wir haben eine spezielle Produkttechnologie entwickelt, wir bezeichnen das EGD, Easy-to-Go-Speicher. Das heißt also, extrem schnell zum Installieren mit einer Situation, dass ich eine Warmwasserbereitung mit einem Frischwassersystem und ich habe einen kleinen Speicher für Heizung und für Kühlung. Das heißt, im Sommer kann ich kühlen, im Winter kann ich heizen mit einem Speicher, sehr kompakt. Okay. Eine Sache sollten wir vielleicht noch erwähnen, wofür Speicher natürlich auch interessant sind, weil, Sie haben es vorhin mal kurz gesagt, bei den Wärmepumpen, Stromtarifen, da wird es ja auch dahin gehen, dass die, also ich habe mir das auch überlegt, ob ich nicht einen günstigeren Tarif habe, aber ich kriege den Strom günstiger, dafür können die mir in Spitzenzeiten den Strom reduzieren. Und das will ich natürlich nicht, weil dann wird es ja hinterher kalt in meiner Wohnung und da könnte Speicher auch eine Rolle spielen. Ne? Genau, da sehen wir die große Anwendungsmöglichkeit, dass man den Komfort, also jeder Mensch will ja warm haben, das ist ein Natur- bzw. ein Grundbedürfnis und dementsprechend machen Speicher da Sinn, dass ich einfach über gewisse Zeiträume, wo heute der Netzbetreiber sagt, okay, wir müssen die Energieversorgung ein bisschen drosseln, das gilt für die Elektro, für die Wallbox genauso wie auch für die Wärmepumpe. Wenn ich den Speicher dann auf Temperatur habe, dann habe ich keinen Komfortverlust und ich kann im Prinzip auch im tiefsten Winter mit reduzierter Energieversorgung kann ich mein Haus super beheizen. Flexibilität ist letztendlich wieder auch hier das Stichwort. Genau. Ich habe da so einen kleinen Chart noch. Und zwar, das Ganze ist jetzt nichts anderes wie so eine Darstellung, wie die Energieversorgung auch vom Stromtarif her ausschauen kann. Ich übersetze es mal für die, die es nicht im Video schauen, die im Podcast sind. Wir sehen eben, dass der Wind zunimmt jetzt hier im Laufe dieses Tages von 0 bis 23 Uhr. Die Sonne natürlich zwischen 7 und 17 Uhr ungefähr so glockenförmig zunimmt und dadurch sich ein Strompreis ergibt, der zwischen 10 und ich sage jetzt mal 15 Uhr fast bei Null liegt. Also das ist im Grunde die Zeit, wo halt Strom und Photovoltaik und Wind ballert, sozusagen. Ganz genau. Also dieser Chart ist vom 23. März 2024 und dann hätten wir von 10 Uhr in der Früh bis um, kann man sagen, 16 Uhr gratis einen Strom gehabt. Und wenn ich gratis den Strom beziehe und in dem Fall den Speicher belade, dann kommt der da Abend und dann ist der Strompreis wieder gestiegen und ich habe die Energie schon gespeichert und gebe die dann ab 16 Uhr frei und ich habe quasi diese Zeit habe ich super mit dem Speicher abgedeckt. Sehr gut. Vielleicht ganz zum Schluss, Sie machen das seit 1987. Das sind jetzt, wir haben es kurz ausgerechnet, 37 Jahre und ich gehe jetzt mal davon aus, Sie machen es noch mindestens 30 Jahre weiter. Was, wenn Sie jetzt in die Glaskugel schauen, was erwarten Sie in dem Bereich? Wohin geht die Reise? Wo sind die großen Entwicklungen? Die großen Entwicklungen sind im Prinzip technologisch die Wärmepumpentechnik so anzuwenden, dass sie für den Kunden, sagen wir mal, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Das heißt also, wo wir einfach ganz klar den Weg sehen, ist, dass Wärmepumpen müssen sehr, sehr leise sein. Sie müssen aber auch sehr, sehr effektiv, also Effektivität ist so groß ist. Und dass sie mit den volatilen Strompreisen oder mit dem Energieangebot, die was also über die Energiewende quasi jetzt einfach immer transparenter und präsenter werden, dass sie da mitarbeiten und helfen, die Energiewende erfolgreich zu machen. Das ist das entscheidende Thema. Und vielleicht nur eins, was ich als Anwender noch mit reingeben würde. Ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass die Dinge einfach sind, weil im Moment hat man das Gefühl, in dem Bereich der Mobilitäts- und Energiewende, man muss in allem ein Fachmann werden, um es richtig zu tun. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Leute abschreckt. Also es muss Plug and Play sein. Genau, ganz genau. Wir sagen aber Plug and Function. Das heißt also, unser Ziel ist es, dass die Wärmepumpen mit
muss man sagen, ist schon fast ein bisschen strapazierter Begriff, aber mit einer KI, mit der künstlichen Intelligenz, dass man nicht 100.000 Techniker braucht, wo jeder eine andere Meinung hat, sondern dass sich die Wärmepumpe selber an das Gebäude anpasst, beziehungsweise in den optimalen Betriebszustand immer läuft. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, dass die Technologie dem Menschen den besten Nutzen bringt. Bloß kein Speicher, mit dem Satz habe ich angefangen. Ja, mich interessiert, schreibt es in die Kommentare, wie seht ihr nach diesem Gespräch? Vielen Dank, Herr Bangeri, dass ich hier sein durfte und für diesen interessanten Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liked dieses Video bitte, abonniert meinen Kanal, alle, die es auf Spotify hören, natürlich auch und seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Date. Fandest du dieses Video gut? Dann lass mir gerne ein Abo da und unterstütze meine Arbeit. Und die beiden Videos könnten dir auch gefallen. Bis bald.